Herzlich willkommen zur zweiten Vorrecheneinheit der Nachrichtentechnikübungen des Instituts für Kommunikationsnetze und Satellitenkommunikation der Technischen Universität Graz. Wir werden uns in dieser Einheit mit den analogen Modulationstechniken befassen. Wie Sie wissen, wird diese Vorrecheneinheit aufgrund der aktuellen Coronavirus-Situation aufgezeichnet und Ihnen als Stream zur Verfügung gestellt. Der Zeitplan des Abschnitts analoge Modulation wird sich wie folgt gliedern. In diesem Stream erhalten Sie heute eine kurze theoretische Einführung zur Amplitudenmodulation und wir werden einige Beispiele dazu gemeinsam rechnen. Morgen erfolgen dann eine kurze Theorieeinführung sowie die Rechenbeispiele zur Winkelmodulation, im Genauen zur Frequenzmodulation und zur Phasenmodulation. Am 20. April, das ist dann kurz nach den Osterferien, wird es im Kapitel der analogen Modulation eine kurze Fragestunde in Form eines Livestreams geben. Wie Sie schon aus der ersten Übung Informationstheorie und Codierung wissen, gibt es zu jedem Teilkapitel ein Übungsblatt, welches von Ihnen obligatorisch zu rechnen ist. Dieses wird Ihnen am Ende der Übung kurz vorgestellt und im Teach Center der TU Graz zur Verfügung gestellt. Ich weiß aus den Vorjahren, dass die Teilnehmer dieses Kurses bei den Übungsblättern dazu neigen, dieses, sobald eine Gruppe die Beispiele fertig gerechnet hat, von eben dieser Gruppe abzuschreiben. Und hier folgt von mir ein nicht ganz unbedeutender Hinweis. Jene, die das Übungsblatt die letzten Jahre nicht selbst gerechnet haben, sind auch diejenigen, die diese Übung heuer nicht zum ersten Mal besuchen. Zu Beginn des Streams möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick geben, worum es in diesem Stream geht. Beginnen werde ich mit einer kurzen Einführung, wozu Modulation dient. Darauf folgend werden wir uns die Darstellung der Amplitudenmodulation im Zeit- und Frequenzbereich sowie den Modulationsgrad ansehen. Nach der Leistungsbetrachtung behandeln wir noch Signalstörungen wie Verzerrungen und Rauschen, bevor wir das Kapitel der Amplitudenmodulation mit den Ausführungen zum Detektionsgewinn abschließen. Am Ende des Streams erhalten Sie dann noch Hinweise zum Übungsblatt. Warum gibt es Modulation bzw. was ist Modulation überhaupt? Wenn eine Direktübertragung von Sprache, Bildern oder ähnlich nicht möglich ist, wie es zum Beispiel zwischen Ihnen und mir gerade der Fall ist, muss zur Übertragung ein Transportmittel, der sogenannte Träger, verwendet werden. Die Übertragung kann zum Beispiel durch akustische oder optische Signale erfolgen. Zur Übertragung wird also ein Transportmittel verwendet, wie zum Beispiel die Luft. Die Übertragung von Informationen erfordert es daher, einen Träger so zu beeinflussen, dass damit nach einem zuvor zwischen Informationssender und Informationsempfänger vereinbarten Code eine Information übertragen wird. Ein konstanter Träger allein enthält außer seiner Existenz daher keine Information. In der Übertragungstechnik, die wir hier betrachten, ist der Träger im Regelfall eine hochfrequente, meist sinusförmige Schwingung. Jede sinusförmige Wechselspannung wird dabei durch drei Größen, Amplitude, Frequenz und Phase bzw. die Phasenlage eindeutig bestimmt. Für die Modulation gibt es nun also mehrere Gründe. Erstens, würden alle Sender direkt im Basisband, also im Niederfrequenzbereich senden, so gäbe es ein völliges Durcheinander an verschiedenen Signalen beim Empfänger. Eine Basisbandübertragung wird, wenn überhaupt, nur für kabelgebundene Übertragung genutzt. Als Beispiel hierfür wäre zum Beispiel das Ethernet genannt. Zweitens, mit einer Modulation wird eine Verschiebung des Basisbandsignals in einen günstigeren, höheren Frequenzbereich erzielt. Dies hat beispielsweise den Vorteil, dass die Abstrahlung bei höheren Frequenzen mit kleineren Antennen, zum Beispiel lambda-halbe Antennen, erfolgen kann. Sie wissen ja, Lambda ist C durch F, das heißt, je größer die Frequenz, desto kleiner Lambda.
Ein weiterer Vorteil ist, dass mehrere Nutzer sich durch Modulation den Kanal teilen können. Zum Beispiel durch Zuteilung auf verschiedene Trägerfrequenzen. Sie kennen dies von Ihrem Analogradio. Ö3 wird zum Beispiel auf einer anderen Frequenz gesendet als Ö1. Beginnen wir mit einem klassischen Nachrichtenübertragungssystem. Es besteht aus einem Sender, einem Übertragungskanal und einem Empfänger. Im Sender erfolgt die Umsetzung von einem niederfrequenten Signal S1 durch die sogenannte Modulation in ein hochfrequentes, moduliertes Signal U1 von T. Dieses wird nun über den Kanal übertragen. Der Übertragungskanal ist als physikalisches System jedoch nicht perfekt. Im Kanal treten Störungen wie etwa thermisches Rauschen, Verzerrungen und Interferenzen auf. Auf der Empfangsseite erfolgt dann die Demodulation des empfangenen Signals U2 von T und man erhält das niederfrequente Signal zurück. Im Idealfall lässt sich das gesendete niederfrequente Signal S1 von T fehlerfrei wiederherstellen, das heißt S2 von T ist gleich S1 von T. Wie bereits erwähnt, kann jede sinusförmige Wechselspannung durch drei Größen, Amplitude, Frequenz und Phase, eindeutig bestimmt werden. Es gibt daher mehrere Formen der analogen Modulation. Einerseits lässt sich die Amplitude eines Trägersignals ändern. Man spricht dann von einer Amplitudenmodulation. Andererseits lässt sich der Phasenwinkel des Trägersignals ändern, wobei man dann von der sogenannten Winkelmodulation spricht. Die Winkelmodulation kann weiter unterteilt werden in die Frequenzmodulation und die Phasenmodulation. Aber mehr dazu in der nächsten Vorrecheneinheit zu FM bzw. PM. Sehen wir uns nun die Darstellungsmöglichkeiten von harmonischen Schwingungen, also von sinusförmigen Signalen an. Eine mögliche Darstellung ist die Darstellung als Zeiger, auf die wir nun näher eingehen werden. Die Darstellung als Zeiger stellt für einen bestimmten Zeitpunkt die Amplitude des Signals dar. Nimmt man, wie hier rechts gezeigt, ein komplexes harmonisches Signal A mal E hoch J Omega 0 mal T, so rotiert der Zeiger mit der Kreisfrequenz Omega 0 gegen den Uhrzeigersinn. Diese komplexe Darstellung wird häufig verwendet, da sie recht einfach ist. Sie sollte Ihnen zudem aus den Grundlagen der Elektrotechnik vertraut sein. Projizieren Sie nun den Zeiger auf die reelle Achse, so erhalten Sie das resultierende physikalische Signal X von T. Wie Sie sehen, kann eine harmonische Schwingung, in diesem Fall ein Kosinus, in zwei Exponentialschwingungen umgewandelt werden. Das heißt, a mal Kosinus Omega 0 mal t ist gleich a halbe mal Klammer e hoch j Omega 0 t plus e hoch minus j Omega 0 t. Sie erhalten somit auch zwei Zeiger, welche durch Überlagerung ein reelles harmonisches Signal direkt im Zeigerdiagramm beschreiben. Beide Zeiger rotieren dabei in die Gegenrichtung. Die Summe der Zeiger bleibt dadurch immer auf der reellen Achse, wodurch sie das physikalische Signal X von T erhalten. Eine andere Möglichkeit ist die Darstellung von Signalen im Spektralbereich. Dies sollte Ihnen ebenfalls schon bekannt sein, ich werde es allerdings sicherheitshalber noch einmal kurz wiederholen. Wir haben auf der einen Seite ein reelles harmonisches Signal, wie es physikalisch vorkommt. Dieses Signal lässt sich, wie Sie bereits gesehen haben, durch Umwandlung in zwei komplexe Terme zerlegen. Transformieren Sie dieses nun mit einer Fourier-Transformation, erhalten Sie zwei Dirac-Pulse, die spektrale Linien bei der Trägerfrequenz Omega 0 darstellen. Aus dieser Zerlegung ergibt sich über die Fourier-Transformation
wie Sie sehen, ein zweiseitiges Spektrum bei Plus Omega 0 und Minus Omega 0. Durch die Transformation erhält man also einen Anteil im positiven und einen Anteil beim negativen Frequenzbereich. Die negative Frequenz ist dabei eine reine Rechengröße und dient zur konsistenten Darstellung. Diese zweiseitige Darstellung ist zum Beispiel auch für die Signalverarbeitung von Quadratursignalen wichtig. Physikalisch gesehen ist eine negative Frequenz jedoch streng genommen nicht existent. Das Spektrum von einem reellen harmonischen Signal ist immer konjugiert komplex symmetrisch. Dies bedeutet, dass das Betragsspektrum symmetrisch ist und das Phasenspektrum schiefsymmetrisch ist. Dieser Sachverhalt gilt übrigens für alle reellen Signale und nicht nur für sinusförmige. Im Gegensatz dazu hat ein komplexes harmonisches Signal im Allgemeinen ein einseitiges Spektrum. Das heißt, das Betragsspektrum von x von Omega ist immer positiv. Nach dieser kurzen Wiederholung der mathematischen Grundlagen nun zur Amplitudenmodulation. Sie hat folgende charakteristische Eigenschaften. Der modulierte Träger hat eine konstante Frequenz und eine konstante Phasenverschiebung. Das heißt, Groß Omega von t ist Omega 0 und Phi von t ist Phi 0. Der modulierte Träger, wie er allgemein auf Folie 5 beschrieben war, lässt sich damit beschreiben als klein u von t ist Groß u von t mal Cosinus von Groß Omega 0 mal t plus Phi 0. Soll nun Information übertragen werden, benötigt man das Informationssignal, welches auch als Modulationssignal S von t bezeichnet wird. Dies kann zum Beispiel ein Audiosignal sein. Durch die Multiplikation des Informationssignals mit dem Offset U0 und der Modulatorkonstante A wird dieses Signal zur veränderlichen Amplitude U von t. Man spricht auch von der Einhüllenden des modulierten Trägers. Sie erhalten nun also eingesetzt in die Modulationsformel als Endergebnis für die Amplitudenmodulation, dass das Signal U zum Zeitpunkt t gleich ist U0 mal Klammer 1 plus a mal s von t mal Cosinus groß Omega 0 t plus Phi 0. Im unteren Bereich der Folie sehen Sie ein Blockschaltbild, wie die Modulation mittels einer Multiplikation von Trägerschwingung und Informationssignal, einem sogenannten Mischvorgang, durchgeführt werden kann. Die einzelnen Eigenschaften bzw. Charakteristika der Amplitudenmodulation möchte ich Ihnen nun anhand einer einzelnen Sinusschwingung als Informationssignal näher bringen. Ihr Modulationssignal sei also S von t gleich S1 mal Cosinus Omega 1 mal t plus Phi 1. Der sogenannte Modulationsgrad ergibt sich nun aus der Modulatorkonstante in Kombination mit dem Signalmaximum. Bei der Modulation mit einer Sinusschwingung ergibt sich der Modulationsgrad einfach aus Modulatorkonstante mal Signalamplitude S1 des Modulationssignals, da das Maximum des Cosinus ja 1 ist. Der modulierte Träger ergibt sich nun aus dem Produkt von der Einhüllenden groß U von t, in dieser steckt übrigens das Modulationssignal, mit dem Trägersignal. Das heißt, klein u von t ist gleich Klammer groß U0 plus U0 mal m mal Cosinus Omega 1 mal t plus Phi 1 mal Cosinus groß Omega 0 mal t. Für eine einfachere Rechnung wandeln wir nun den modulierten Träger in die komplexe Darstellung um, wodurch wir für U von t gleich den Realteil
von U0 plus U0 mal m mal Cosinus Omega 1 mal t plus Phi 1 mal I hoch j groß Omega 0 mal t erhalten. Durch weitere Umformungen erhalten Sie somit U von t gleich U0 mal Cosinus groß Omega 0 mal t plus m halbe mal U0 mal Cosinus groß Omega 0 plus Omega 1 mal t plus Phi 1 plus m halbe U0 Cosinus groß Omega 0 minus Omega 1 t minus Phi 1 und damit Ihren modulierten Träger. Zur Information, Sie könnten das Ganze auch mit trigonometrischen Formeln rechnen. Das Ergebnis wäre das gleiche. Wie man sieht, entstehen bei der Amplitudenmodulation nun drei Anteile. Das Trägersignal auf der Trägerfrequenz Omega 0, das obere Seitenband auf der Trägerfrequenz plus Frequenz des Modulationssignals Omega 1 und das untere Seitenband auf der Trägerfrequenz minus der Frequenz des Modulationssignals Omega 1. Wenn Sie nun ein Signal in normaler Amplitudenmodulation übertragen, werden sowohl der Träger als auch das obere und das untere Seitenband übertragen. Nun steckt aber im Träger streng genommen keine Information und im oberen und unteren Seitenband jeweils dieselbe Information. Dies ist logischerweise sehr ineffizient. Daher gibt es auch die Möglichkeit, nur die Seitenbänder ohne Träger, also DSB, oder nur ein Seitenband, Single Sideband, SSB, zu übertragen. Um dieses AM-Signal mit dem Zeigerdiagramm darzustellen, formt man das Trägersignal in die komplexe Darstellung um. Zeichnet man diese komplexe Darstellung, so besteht das Summensignal aus drei Zeigern, dem Träger, hier in Rot dargestellt, sowie dem oberen und dem unteren Seitenband, hier in Grün dargestellt. Im Fall einer einzelnen Sinusschwingung sind es einfach nur die obere und die untere Seitenschwingung. Der Gesamtzeiger würde sich jetzt gegen den Uhrzeigersinn drehen. Dreht man aber die Zeichenebene nun mit Omega 0 in die Gegenrichtung, wie hier angedeutet, so bleibt der Zeiger des Trägers konstant und nur die beiden Zeiger der Seitenschwingung rotieren. Der Summenzeiger bewegt sich nun zwischen U-min und U-max. Wichtig ist, dass die Länge des Summenzeigers in diesem Fall den Amplitudenverlauf der Einhüllenden beschreibt. Das physikalische Signal ergibt sich wie beschrieben durch das Bilden des Realteils aus der komplexen Darstellung. Man kann den Vorgang bei der Amplitudenmodulation auch im Frequenzbereich beschreiben. Wie man bereits gesehen hat, lässt sich eine harmonische Niederfrequenzschwingung im Frequenzbereich durch diskrete Linien, den sogenannten Direktdeltas, darstellen. Durch den Offset U0 beim Mischen kommt zusätzlich eine Linie bei der Frequenz 0 hinzu. Da der Träger ein Kosinussignal ist, hat er seine diskreten Linien bei den Frequenzen plus groß Omega 0 und minus groß Omega 0. Durch die Amplitudenmodulation und somit durch die Multiplikation mit dem Träger im Zeitbereich erhält man eine Faltung im Frequenzbereich zwischen diesen beiden Signalen. Eine Faltung mit diesem sinusförmigen Träger bedeutet nun das Hinkopieren vom Eingangsspektrum an die beiden Frequenzstellen groß Omega 0 und minus groß Omega 0, wodurch man dieses Spektrum, wie hier rechts dargestellt, nach der Modulation erhält. Hier in dieser Grafik sieht man nun auch den großen Vorteil der Darstellung mit negativen Frequenzen. Es gibt sich daraus logisch das untere und das obere Seitenband. Haben wir nun mehrere Frequenzen, so können wir genau gleich verfahren wie vorher. Die Amplitudenmodulation ergibt sich wiederum aus der Faltung mit dem Träger, also der Kosinusschwingung.
Die beiden Frequenzen klein Omega 1 und klein Omega 2 können je nach Modulatorkonstante und ihren Amplituden einen unterschiedlichen Modulationsgrad besitzen. Bei einem gesamten Frequenzband, wie zum Beispiel bei einem Audiosignal mit der Bandbreite B, entsteht nach der Modulation ein oberes und ein unteres Seitenband. Das obere Seitenband ist in Regellage und das untere Seitenband in Kehrlage. Kehrlage bedeutet hierbei, dass die höheren Frequenzen des Basisbandsignals nun am unteren Ende des Bandes sind und die niedrigeren Frequenzen des Niederfrequenzsignals nun am oberen Ende des HF-Bandes. Der Bandbreitenbedarf des HF-Signals nach der Modulation beträgt nun das Doppelte wie des Basisbandsignals vor der Modulation. Nun kurz zum Modulationsgrad. Dieser wird meist in Prozent angegeben und bezeichnet die relative Abweichung der Amplitude vom unmodulierten Träger. Würde man eine Amplitudenmodulation auf einem Oszilloskop darstellen, so würden Sie das hier dargestellte Bild sehen. Sie erkennen die Trägerschwingung, hier in Rot dargestellt, die hier durch die gedachte einhüllende in Blau amplitudenmoduliert wird. In der Einhüllenden steckt, wie bereits erwähnt, das Modulationssignal. Aus dieser Darstellung lässt sich der Modulationsgrad auch messtechnisch bestimmen. Wenn Sie die maximale Amplitude und die minimale Signalamplitude messen, können Sie durch M gleich Umax minus Umin, gebrochen durch Umax plus Umin, den Modulationsgrad auch grafisch bestimmen. Der Modulationsgrad ist somit definiert als das Amplitudenverhältnis des Modulationssignals zum Trägersignal. Ist das Modulationssignal zum Beispiel ein Audiosignal, so entspricht die Amplitudenänderung, also der Modulationsgrad, der Lautstärke des Audiosignals. Ein leises Signal beeinflusst die Trägeramplitude wenig, ein lautes Signal ruft eine große Amplitudenänderung hervor. Ist die Amplitude des Signals größer als die Amplitude des Trägersignals, so tritt Übermodulation auf. Wie Sie an der Einhüllenden der Modulation rechts unten erkennen können, treten nun unerwünschte Verzerrungen auf. Die Grenzen für eine verzerrungsfreie Modulation sind daher 0 kleiner gleich m kleiner gleich 1. Mit dieser kurzen Einführung haben wir nun bereits die notwendigen Grundkenntnisse für die ersten Rechenbeispiele. Kommen wir also zu Rechenbeispiel 1. Angenommen, Sie kaufen sich einen Verstärker, welcher einen linearen Aussteuerbereich von 1,5 Volt hat. Da Sie diesen nur im linearen Bereich betreiben wollen, soll diese Aussteuergrenze nicht überschritten werden. Die Frage in diesem Beispiel ist daher, bis zu welchem Modulationsgrad darf ein Träger mit einer Amplitude von 1 Volt moduliert werden, wenn die Aussteuergrenze des verwendeten Verstärkers von 1,5 Volt nicht überschritten werden soll. Beginnen wir bei diesem Beispiel mit der Ihnen bereits bekannten Formel der Amplitudenmodulation klein u von t gleich groß U0 mal Klammer 1 plus Modulationsgrad m mal Cosinus von Omega 1 mal t plus Phi 1. Und dies multipliziert mit dem Träger Cosinus groß Omega 0 mal t. Aus der Angabe wissen Sie bereits, dass Ihr unmodulierter Träger eine Amplitude von 1 Volt hat. Weiters wissen Sie, dass der Maximalwert der Amplitude 1,5 Volt beträgt. Das heißt, U von t max gleich 1,5 Volt.
Nun wissen Sie auch, dass das Maximum des Cosinus 1 ist. Das heißt, Sie setzen diesen Cosinus und den Cosinus des Trägers auf 1. Ihre Formel der Amplitudenmodulation vereinfacht sich daher zu U von T gleich groß U0 mal Klammer 1 plus M mal 1, wenn Sie so möchten, Klammer zu, mal 1. Nun können Sie alle Werte, die Sie wissen, einsetzen. Das heißt, Sie setzen für UT max 1,5 Volt ein und setzen dies gleich mit 1 Volt mal Klammer 1 plus M. Nun brauchen Sie dieses nur noch umformen zu 1,5 Volt, gebrochen durch 1 Volt, ist gleich 1 plus M. Und Sie erhalten daraus den Modulationsgrad M gleich 0,5. Nun zu einem weiteren Beispiel, wie es in etwa auch auf einem Übungsblatt oder bei einer Prüfung vorkommen könnte. Sie haben ein amplitudenmoduliertes Signal gegeben, welches wie folgt lautet. Klein u von t ist groß u0 mal 1 plus a mal s von t mal Cosinus groß omega 0 mal t plus phi 0. Weiters haben Sie das Modulationssignal s von t gleich s1 mal Cosinus omega 1 mal t plus phi 1 gegeben, sowie bestimmte Zahlenwerte für u0, s1, phi 0, phi 1 sowie den Modulationsgrad m. Die erste Frage dazu lautet, bestimmen Sie die Modulatorkonstante a. Zur Berechnung von a verwenden wir zunächst die Formel für den Modulationsindex m. Das heißt m gleich der Betrag von a mal s von t und hiervon das Maximum. Haben wir nun einen Sinus als Modulationssignal, dann schaut das Modulationssignal ja folgendermaßen aus. Das heißt s von t gleich s1 mal Cosinus von Omega 1 mal t plus phi 1. Da der Cosinus maximal 1 ist, ist das Maximum von s von t somit s1 und wir können den Modulationsindex umschreiben zu m gleich a mal s1. Um a zu erhalten, formen wir diese Gleichung nun um. Das heißt, wir erhalten a gleich m durch s1. Da wir sowohl m als auch s1 gegeben haben, können wir a nun berechnen. Das heißt, wir schreiben weiter, ist 0,8, das heißt 80% durch 100%, dividiert durch 3 Volt. Das Ergebnis lautet daher a gleich 0,26 periodisch. Dazu zeichnen wir uns ein Diagramm. Wobei wir auf der x-Achse Omega in Radiant pro Sekunde und auf der Y-Achse die Spannung in Volt auftragen.
Im nächsten Schritt berechnen wir uns die Beträge der einzelnen Teilamplituden. Die Amplitude des Trägers haben wir bereits gegeben mit U0 gleich 12 Volt. Um die Amplituden der einzelnen Seitenbänder zu berechnen, schreiben wir uns zunächst die Formel für die Amplitudenmodulation auf. Das heißt, U von T gleich U0 Cosinus von Groß Omega 0 T plus Modulationsindex halbe U0 mal Cosinus von Omega 0 plus Omega 1 T plus Phi 1 plus M halbe U0 mal Cosinus von Omega 0 minus Omega 1 T minus Phi 1. Sie haben nun also wieder die Formel angegeben für die drei Teilbänder der Amplitudenmodulation. Sie haben den Träger, Sie haben das obere Seitenband und Sie haben das untere Seitenband. Aus dieser Formel können Sie auch gut die Amplituden der einzelnen Teilelemente betrachten. Sie haben U0 als Amplitude des Trägers und Sie haben M halbe U0 als Amplituden der Seitenbänder. Sie können sich daher nun mit M halbe mal U0 die Amplitude der Seitenbänder ausrechnen. In unserem Fall ist das also M halbe U0 gleich 0,8 dividiert durch 2 mal 12 Volt. Und das ergibt im Endeffekt 4,8 Volt. Nehmen wir nun also zum Zeichnen des Amplitudenbetragsspektrums einen Maßstab von beispielsweise 1 Volt entspricht 0,5 cm. Für das Amplitudenbetragsspektrum haben Sie also drei Teile, das sind der Träger bei Omega 0, das obere Seitenband bei Omega 0 plus Omega 1 und das untere Seitenband bei Omega 0 minus Omega 1. Omega 0 ist, wie Sie wissen, 12 Volt, das heißt bei einem halben Zentimeter pro Volt entspricht dies nun 6 Zentimetern. Ihre Seitenbänder haben 4,8 Volt, das entspricht 2,4 cm, die Sie nun auftragen können. Im Basisband haben Sie noch Ihr Modulationssignal bei Omega 1.
Die Amplitude des Modulationssignals ist S1, gegeben mit 3 Volt. Dies entspricht 1,5 cm, die Sie auftragen. Somit sind Sie mit Ihrem Amplitudenbetragsspektrum fertig. Haben Sie AM-Spektren mit vorhandenem Trägersignal, ist bei all diesen Spektren die Linie der Trägerschwingung am höchsten. Dies bedeutet, dass der größte Teil der Energie bei der normalen Amplitudenmodulation für den Träger benötigt wird. Von Wärmeverlusten im Sender abgesehen, verteilt sich also die AM-Signalleistung auf den Träger und die Leistung für die beiden Seitenbänder. Die Formeln für die Berechnung der Gesamtleistung eines AM-Signals sind auf dieser Folie dargestellt. Ich werde hier auf die einzelnen Formeln nicht näher eingehen. Sie können sie sich anhand der Formel für die Leistung an einem Widerstand und der Formel für die Amplitudenmodulation selbst herleiten. Somit kommen wir zum nächsten Beispiel. Angenommen, Sie übertragen mit einem Rundfunksender ein amplitudenmoduliertes Sinussignal. Durch eine Messung an der Antenne wissen Sie, dass der Antennenstrom 13 Ampere beträgt. Nun wollen Sie zusätzlich zum ersten Sinussignal einen zweiten Sinuston über diesen Sender übertragen. Durch Amperemeter erhalten Sie nun einen Ausgangsstrom von 17 Ampere. Die erste Frage dazu lautet: Wie groß ist also der Modulationsindex für Ihr zweites Signal? In diesem Beispiel haben Sie also die beiden Ströme I1 gleich 13 Ampere und I2 gleich 17 Ampere gegeben. Nun, dieses Beispiel rechnen Sie am besten über die Leistung. Das heißt, Sie schreiben sich die Leistungen für die beiden Varianten einmal auf. Das bedeutet, P1 ist gleich die Trägerleistung mal 1 plus M1 Quadrat halbe. Sowie P2 ist gleich die Trägerleistung Pt mal 1 plus M1 Quadrat halbe plus M2 Quadrat halbe, da Sie nun ja zwei Seitenschwingungen haben. Weiters wissen Sie ja aus den Grundlagen der Elektrotechnik, dass die Leistung auch berechnet werden kann mit U, der Spannung, mal I, dem Strom. Nun setzen Sie diese beiden Varianten ins Verhältnis. Das heißt, P2 zu P1 ist gleich U mal I2. Dividiert durch U mal I1. U können Sie herausstreichen. Und das ist wiederum gleich der Trägerleistung Pt mal 1 plus M1 Quadrat halbe plus M2 Quadrat halbe. Und das im Verhältnis zur Trägerleistung Pt mal 1 plus M1 Quadrat halbe. Die Trägerleistung kürzt sich wiederum weg. Wir schreiben daher das Ergebnis noch einmal auf, das heißt I2 zu I1 ist gleich 1 plus M1 Quadrat halbe plus M2 Quadrat halbe im Verhältnis zu 1 plus M1 Quadrat halbe. Sie haben nun also die Werte für I2, I1, M1 Quadrat halbe und hier M1 Quadrat halbe gegeben. Und die M2 Quadrat halbe ist gesucht. Nun formen Sie diese Gleichung nach M2 um.
und Sie erhalten M2 gleich 0,815. Um nun die Effizienz zu berechnen, benötigen wir die Formeln für die Leistung. Das heißt, die Trägerleistung PT ist gleich U0 zum Quadrat durch 2 mal R sowie die Leistung des Seitenbands ist gleich PS gleich M Quadrat mal U0 Quadrat dividiert durch 8R. Die Leistung des amplitudenmodulierten Signals ist somit die Leistung des Trägers plus die Leistung der beiden Seitenbänder, 2 mal PS. Und das können wir weiterschreiben in PT plus 2 mal die Leistung des ersten Seitenbandes bzw. der ersten Seitenschwingung plus 2 mal der Leistung der zweiten Seitenschwingung. Die Effizienz Eta ist nun das Verhältnis der Leistung in den Seitenschwingungen, das heißt 2 mal PS, dividiert durch Trägerleistung PT plus 2 mal PS. Nehmen wir nun für die Trägeramplitude einen Wert von U0 gleich 10 Volt und einen Wert von R gleich 1 Ohm. Wir halten somit für die Trägerleistung PT gleich 10 Volt zum Quadrat durch 2 Ohm entspricht also 50 Watt. Die Leistung der ersten Seitenschwingung, das heißt PS1, ist gleich 0,4 zum Quadrat. Der Modulationsindex quadriert mal U0 Quadrat, das heißt mal 10 Volt zum Quadrat, dividiert durch 8 mal 1 Ohm. Und dies entspricht einem Wert von 2 Watt. Dasselbe können wir nun für die zweite Seitenschwingung berechnen, das heißt PS2 ist gleich 0,815 zum Quadrat, der Modulationsindex, den wir zuvor berechnet haben, mal 10 Volt zum Quadrat, dividiert durch 8 mal 1 Ohm. Und Sie erhalten einen Wert von 8,3 Watt. Setzen Sie dieses nun in die Formel für die Effizienz ein, das heißt Eta AM ist gleich 2 Watt plus 8,3 Watt mal 2. Sie sind interessiert an der Leistung in beiden Seitenbändern, dividiert durch Trägerleistung, das heißt 50 Watt plus 2 mal 2 Watt plus 8,3 Watt. Sie erhalten also für Eta AM einen Wert von 0,292. Und das entspricht einer Effizienz von 29,2%. Im realen Übertragungskanal kommen üblicherweise Verzerrungen vor. Wir behandeln hier aber nur die sogenannten linearen Verzerrungen.
Das modulierte Signal U1 von T wird durch den Kanal H beeinflusst und erfährt dabei bei verschiedenen Frequenzen verschiedene Amplituden und Phasenverzerrungen. Die Berechnung des empfangenen Signals U2 erfolgt dabei über den Frequenzbereich, das heißt U2 von Omega ist gleich H von Omega mal U1 von Omega. Um dies zu illustrieren, rechnen wir ein Beispiel. Ein amplitudenmoduliertes Signal U1 von T gleich U0 mal Cosinus Omega 0 mal T mal Klammer 1 plus M mal Cosinus Omega 1 T plus Phi 1. Sie kennen diese Formel bereits mehrfach. Er leidet während seiner Übertragung Amplituden- und Phasenverzerrungen. Sie haben nun für die verschiedenen Punkte der Strecke eine Übertragungsfunktion gegeben. Das heißt, der Betrag von Omega 0 minus Omega 1 ist 0,8, der Betrag von H von Omega 0 ist 1 und der Betrag von H von Omega 0 plus Omega 1 ist 0,6. Die Phasenverschiebung von Omega 0 minus Omega 1 ist 60 Grad, von Omega 0 30 Grad und von Omega 0 plus Omega 1 wieder 60 Grad. Die Frage zu diesem Beispiel lautet, ermitteln Sie das verzerrte Signal U2 von T am Empfangsort und stellen Sie es als Zeigerdiagramm in der mit Omega 0 rotierenden Zeichenebene während einer Periode dar. Tragen Sie die Zeiger für die Punkte Omega 1 mal T gleich 0 Grad, 90 Grad, 180 Grad und 270 Grad ein. Und dies ist für drei verschiedene Fälle zu tun. Das heißt einmal, wenn nur Amplitudenverzerrung auftritt, einmal, wenn nur Phasenverzerrung auftritt und einmal für den kombinierten Fall, wenn Amplituden- und Phasenverzerrung gleichzeitig auftreten. Sie haben also ein amplitudenmoduliertes Signal U1 von T gleich U0 mal Cosinus von Omega 0 mal T mal 1 plus M mal Cosinus von Omega 1 mal T plus Phi 1. Und Sie möchten nun wissen, wie der Zeiger, wie das Zeigerdiagramm aussieht, wenn Amplitudenverzerrung auftritt. Dazu schreiben wir uns am besten einmal die Formel auf, wie das Signal beim Senden und wie das Signal beim Empfangen aussieht. Das heißt, Sie haben nun wieder Ihre Formel für Träger. Unteres Seitenband. Wie das obere Seitenband. Beim Empfang hat dieses Signal allerdings nun Verzerrungen erlitten. Das heißt, Sie haben U2 von T
Wie Sie sehen können, hat Ihr Signal nun Verzerrungen erlitten. Sie sehen das in der Gleichung anhand der Terme h von Omega 0, h von Omega 0 minus Omega 1 bzw. h von Omega 0 plus Omega 1. Im nächsten Schritt setzen Sie nun die Werte, die Sie in der Angabe für die Amplitudenverzerrung angegeben haben, in diese Gleichung ein. Das heißt, aus dieser Gleichung wird dann U2 10 Volt, die Amplitude mal 1, das heißt beim Träger haben wir gesehen, ist die Verzerrung 1 mal Cosinus Omega 0 t plus 0,8, der Modulationsindex halbe mal 10 Volt mal 0,8 für h von Omega 0 minus Omega 1. Und das Ganze auch für das obere Seitenband. Hier ist die Verzerrung, die Amplitudenverzerrung 0,6. Dies weiter ausgerechnet ergibt also für U2 gleich 10 Volt mal Cosinus Omega 0 t plus 3,2, also 0,8 halbe mal 10 Volt mal 0,8 ergibt 3,2 mal Cosinus von Omega 0 t minus Omega 1 t minus 30 Grad. Plus 2,4. Das heißt 0,8 halbe mal 10 Volt mal 0,6. Mal Cosinus Omega 0 t plus Omega 1 t plus 30 Grad. Aus dieser Formel können Sie nun die Ellipsenhalbachsen ausrechnen. Es sind dies die Halbachse A aus 3,2 Volt plus 2,4 Volt gleich 5,6 Volt und die Halbachse B 3,2 Volt minus 2,4 Volt gleich 0,8 Volt. Diese Werte für die Halbachsen sind die Maximalamplituden der einzelnen Halbachsen. Das heißt hier die 3,2 Volt und hier die 2,4 Volt. Nun können Sie für die gewünschten Punkte die Positionen im Zeigerdiagramm berechnen. Das heißt, es wäre einmal für Omega 1 mal t gleich 0 Grad, einmal für Omega 1 mal t gleich 90 Grad
für 180 Grad und für 270 Grad. Eingesetzt in die obige Formel ergibt es somit U2 ist gleich 10 Volt bei einem Winkel von 0 Grad plus 3,2 mit einem Winkel von minus 30 Grad plus 2,4 Volt mit einem Winkel von plus 30 Grad. Dies können Sie nun für alle vier Werte berechnen. Das heißt, für 90 Grad wären es wieder 10 Volt mit 0 Grad. Dies ist der Träger, das ändert sich nicht. Das heißt, den können Sie gleich bei allen vier hinschreiben. Und Sie erhalten dann als Ergebnis für 90 Grad 10 Volt bei 0 Grad plus 3,2 Volt mit einem Winkel von minus 120 Grad plus 2,4 Volt mit einem Winkel von plus 120 Grad. Für 180 Grad ergibt es 3,2 Volt bei einem Winkel von minus 210 Grad plus 2,4 Volt bei einem Winkel von plus 210 Grad. Und zu guter Letzt für 270 Grad erhalten Sie 3,2 Volt bei einem Winkel von minus 300 Grad und 2,4 Volt bei einem Winkel von plus 300 Grad. Wie Sie vom Theorieteil noch wissen, sind die Winkel des oberen und des unteren Seitenbandes, solange keine Phasenverzerrungen auftreten, immer gleich. Das sehen Sie auch hier. Hier haben Sie minus 30 Grad, plus 30 Grad, minus 120 Grad, plus 120 Grad und so weiter. Nun haben wir alle Werte, damit wir dieses Zeigerdiagramm auch schon zeichnen können. Wir zeichnen nun ein Zeigerdiagramm mit Maßstab 1 cm entspricht 1 Volt. Dazu zeichnen wir den Trägerzeiger ein, hier von mir rot dargestellt. Das ist U0. Wir lassen nun das Zeigerdiagramm mit Omega 0 rotieren, sodass der Trägerzeiger konstant bleibt und wir nur eine Veränderung in den Seitenbandzeigern sehen. Wir können nun bereits also die Ellipse auftragen, da wir die Ellipsenhalbachsen haben. Das heißt, wir tragen uns 0,8 in beide Richtungen auf. Das heißt, das ist die Halbachse B und wir tragen uns die Halbachse A auf. Das heißt 5,6 cm in X-Richtung. Nun können wir die Ellipse zeichnen, auf welcher dann alle Punkte des resultierenden Signals liegen werden.
Nun können Sie anhand der Werte, wie Sie sie oben bekommen haben, durch Ihre Rechnung, diese Werte nun eintragen. Alle diese Punkte liegen dann auf dieser Ellipse. Das heißt, Sie nehmen die Werte für 0 Grad, das heißt 3,2 Volt, in einem Winkel von 30 Grad. Und wiederum von diesem Endpunkt zeichnen Sie 2,4 plus 30 Grad. Dies können Sie nun für alle vier Punkte machen. Das heißt, für Omega 1 t gleich 90 Grad zeichnen Sie 3,2 Volt bei minus 120 Grad. Und dann von diesem Punkt aus 2,4 Volt bei plus 120 Grad. Nun dasselbe für 180 Grad. Sowie für Omega 1 t gleich 270 Grad. Nun zum zweiten Beispiel, was passiert bei Phasenverzerrung? Dazu schreiben Sie sich wieder die Formel für die Amplitudenmodulation auf. U1 von t, also das Signal, was gesendet wurde, ist die Trägeramplitude U0. Mal Cosinus Omega 0 t plus der Modulationsindex halbe mal der Trägeramplitude U0 mal Cosinus Omega 0 t minus Omega 1 t plus Phi 1. Plus m halbe U0 Cosinus von Omega 0 t plus Omega 1 t plus Phi 1. Also wieder Träger, unteres und oberes Seitenband. Ihr empfangenes Signal U2 von t ist dann gleich U0 mal Cosinus Omega 0 t minus Gamma von Omega 0. Sie haben ja jetzt eine Phasenverzerrung am Träger. Plus m halbe U0. Mal Cosinus von Omega 0 t minus Omega 1 t minus der Phase Phi 1 minus der Phasenverzerrung von Omega 0 minus Omega 1. Plus m halbe U0
Cosinus Omega 0 t plus Omega 1 t, also oberes Seitenband, plus Phi 1 minus minus Gamma von Omega 0 plus Omega 1. Sie sehen den Einfluss der Phasenverzerrung wieder in den Termen Gamma von Omega 0, Gamma von Omega 0 minus Omega 1 sowie Gamma von Omega 0 plus Omega 1. In diese Formel können Sie die nun gegebenen Werte wieder einsetzen. Das heißt, U2 von T ist gleich 10 Volt, Trägeramplitude, mal Cosinus von Omega 0 T minus 30 Grad plus 0,8 Modulationsindex halbe mal 10 Volt mal Cosinus von Omega 0 T minus Omega 1 T minus 30 Grad und die Verzerrung minus 60 Grad. Plus 0,8 halbe mal 10 Volt mal Cosinus von Omega 0 plus Omega 1 T plus 30 Grad minus der Phasenverzerrung 60 Grad. Ihr gibt weiter 10 Volt mal Cosinus Omega 0 T minus 30 Grad plus 4 mal Cosinus von Omega 0 minus Omega 1 T minus 90 Grad plus 4 mal der Cosinus von Omega 0 plus Omega 1 mal T minus 30 Grad. Nun können Sie dies wieder für Ihre Werte Omega 1 mal T gleich 0 Grad, Omega 1 mal T gleich 90 Grad, Omega 1 mal T gleich 180 Grad, sowie Omega 1 mal T gleich 270 Grad berechnen. Sie erhalten dann für 0 Grad 10 Volt bei einem Winkel von minus 30 Grad plus 4 Volt bei einem Winkel von minus 90 Grad plus 4 Volt bei einem Winkel von minus 30 Grad. Für 90 Grad erhalten Sie 10 Volt bei einem Winkel von minus 30 Grad plus 4 Volt bei einem Winkel von minus 180 Grad plus 4 Volt bei einem Winkel von 60 Grad. Für 180 Grad erhalten Sie 10 Volt bei einem Winkel von minus 30 Grad plus 4 Volt bei einem Winkel von minus 270 Grad
plus 4 Volt bei einem Winkel von 150 Grad. Und zu guter Letzt für 270 Grad erhalten Sie wieder 10 Volt bei einem Winkel von minus 30 Grad, plus 4 Volt bei einem Winkel von 0 Grad oder minus 360 Grad, plus 4 Volt bei einem Winkel von 240 Grad. Und hier können Sie gut erkennen, sollten nur Phasenverzerrungen auftreten, bleibt die Amplitude der einzelnen Teilzeiger gleich, während sich der Winkel der Teilzeiger ändert. Nun können Sie also mit dem Zeichnen des Zeigerdiagramms mit Ihren berechneten Werten beginnen. Ihr Trägerzeiger ist, wie Sie sehen können, um minus 30 Grad verschoben. Das heißt, Sie zeichnen sich einmal eine Linie mit minus 30 Grad und zeichnen auf diesen minus 30 Grad 10 Volt auf. Von diesem Endpunkt aus tragen Sie 4 Volt mit minus 90 Grad und 4 Volt mit minus 30 Grad auf. Sie erhalten somit Ihren Punkt Omega-1t gleich 0 Grad. Wieder beginnend von Ihrem Trägerzeiger U0 können Sie nun auch die anderen Punkte aufzeichnen. Also für 90 Grad zeichnen Sie die 4 Volt bei minus 180 Grad ein. Und von diesem Punkt aus gesehen die 4 Volt für das andere Seitenband mit 60 Grad. Sie erhalten Ihren Punkt für Omega 1 mal T gleich 90 Grad. Als dritten Punkt zeichnen Sie nun für Omega 1 mal T gleich 180 Grad 4 Volt mit minus 270 oder plus 90 Grad ein und von diesem Punkt aus gesehen dann einen Zeiger mit 4 Volt und 150 Grad. Und zu guter Letzt für Ihre 270 Grad einmal 4 Volt mit 0 Grad Verschiebung und einmal 4 Volt von diesem Punkt aus gesehen mit 240 Grad. Wenn Sie diese Punkte nun verbinden, erhalten Sie eine Gerade. Das heißt, die Spitze des Summenzeigers bewegt sich auf dieser Gerade durch den Nullpunkt, welcher unter einem Winkel, diesen Winkel nennen wir Epsilon, gegen den Träger geneigt ist. Abschließend zur Amplitudenmodulation möchte ich noch auf das Rauschen und das Signal-Rausch-Verhältnis der Amplitudenmodulation eingehen. Bei digitalen Übertragungssystemen, zu denen Sie dann nach Ostern kommen werden, ist die Fehlerwahrscheinlichkeit eines der entscheidenden Kriterien zur Beurteilung der Qualität des Übertragungssystems. Diese Fehlerwahrscheinlichkeit hängt in einem großen Maße vom Signal-Rausch-Verhältnis des Systems ab. Bei analogen Übertragungssystemen, wie etwa hier bei der Amplitudenmodulation, tritt anstelle der Fehlerwahrscheinlichkeit das Signal-Rausch-Verhältnis des empfangenen und demodulierten Signals. Wenn Sie nun ein Signal über einen analogen physischen Kanal übertragen, so überlagert sich dem Nutzsignal U von T additiv das Rauschsignal N von T. Am Eingang des Empfängers befindet sich ein Bandpass, den wir der Einfachheit halber als ideal annehmen, welcher das Nutzsignal ungehindert durchlässt und Signale oder Störungen außerhalb der Filterbandbreite B unterdrückt. Es folgt die Demodulation und ein Tiefpass mit der Bandbreite FG, das heißt also der oberen Grenzfrequenz des Niederfrequenzsignals.
Die hier angegebenen Formeln für das Signal-Rausch-Verhältnis sind für die kohärente Demodulation gültig. Bei der kohärenten Demodulation, nur zur Erinnerung für alle, wird das empfangene AM-Signal mit einem zum Träger kohärenten Signal eines lokalen Oszillators multipliziert. Kohärent heißt dabei frequenz- und phasengleich zum Träger. Mit dem Signal-Rausch-Verhältnissen am Demodulator-Eingang sowie am Demodulator-Ausgang können Sie nun den Detektionsgewinn berechnen. Uns interessiert dabei, ob die Demodulation das Signal-Rausch-Verhältnis verbessert. Unsere Betrachtung basiert wiederum auf der kohärenten Demodulation. Der Detektionsgewinn ist somit ein Kriterium, wie sich das Signal-Rausch-Verhältnis durch die Demodulation verbessert und berechnet sich aus dem Verhältnis zwischen dem Signal-Rausch-Abstand des Basisbandsignals zum Signal-Rausch-Abstand des modulierten Hochfrequenzsignals. Nun zu einem Beispiel. Angenommen, Sie haben einen Radiosender. Zwischen diesem und Ihrem Empfänger herrscht eine Streckendämpfung von 90 dB. Die Bandbreite Ihres Signals beträgt 19,2 kHz. Die Abstrahlung erfolgt mit einer normierten Leistung von 1,5. Nachdem Sie in Vorlesungen schon gelernt haben, dass das thermische Rauschen mit niedrigerer Temperatur sinkt, kühlen Sie Ihren Empfänger auf konstante 15 Grad. Als Signalrauschabstand am Empfänger sind mindestens 36 dB gewünscht. Die erste Frage dazu lautet: Wie groß ist die mindestens erforderliche Sendeleistung des Trägers, wenn eine Zweiseitenbandmodulation mit Träger bei einem Modulationsgrad von 0,75 zur Übertragung verwendet wird? Beginnen wir mit den gegebenen Parametern des Systems. Sie haben die Niederfrequenzbandbreite BNF gegeben. Weiters den Verlust am Kanal LC mit 90 dB. Dann haben Sie eine normierte Sendeleistung PU gleich 1,5. Ein Signalrauschverhältnis am Empfängerausgang von mindestens 36 dB. Weiters haben Sie noch die Temperatur gegeben mit T gleich 15 Grad plus 273,15 Grad, die absolute Temperatur, ist gleich 288,15 Grad Kelvin. Um das ganze Beispiel zu verstehen, zeichnen wir uns vielleicht einmal ein Übertragungssystem ganz allgemein auf. Sie haben hier also Ihren Sender, Ihren Kanal sowie Ihren Empfänger. Am Kanal tritt, wie Sie wissen, ein Verlust von 90 dB auf. Nun, welche Parameter haben Sie in diesem System sonst noch? Sie haben das Signal-Rausch-Verhältnis am Empfängerausgang. Sie haben das Signal-Rausch-Verhältnis am Empfängereingang bzw. die empfangene Leistung des Trägers receive-seitig. Und Sie haben die Trägerleistung senderseitig. Ihre gesuchte Größe in diesem Beispiel ist also die Trägerleistung am Transmitterausgang.
Wie kommen Sie nun auf dieses? Nun, Sie wissen, Sie haben das Signal-Rausch-Verhältnis am Empfängerausgang gegeben. Das heißt, Sie rechnen nun vom Empfängerausgang in Richtung Senderausgang. Das heißt, Sie versuchen vom Signal-Rausch-Abstand am Empfängerausgang einmal auf den Signal-Rausch-Abstand am Empfängereingang bzw. die Sendeleistung, die Sie am Empfänger noch erhalten, zu kommen. Nun, wie Sie bestimmt noch wissen, ist ja der Detektionsgewinn, das Signal-Rausch-Abstand am Empfängerausgang im Verhältnis zum Signal-Rausch-Abstand am Empfängereingang. Bringen wir uns also auch gleich noch die Formeln für die Signalrauschabstände in die Erinnerung. Das heißt, Modulationsgrad zum Quadrat mal Trägerleistung mal normierte Sendeleistung. Dividiert durch 2 mal der Basisbandbreite. Mal der Rauschleistungsdichte. Und der Signalrauschabstand am Empfängereingang ist gleich der Trägerleistung multipliziert mal 1 plus m² PU. Gebrochen durch die Hochfrequenzbandbreite BHF mal der Rauschleistungsdichte N0. Jetzt können Sie die beiden Formeln für die Signalrauschabstände in die Formel für den Detektionsgewinn einsetzen. Das heißt, Sie setzen die Formel für den Signalrauschabstand im Basisband hier ein. Und die Formel für den Signalrauschabstand im HF-Bereich hier. Und Sie erhalten dadurch folgendes Ergebnis. Nun bringen Sie diese Gleichung auf einem Nenner, das heißt Inneres mal Inneren und Äußeres mal Äußeren. Und Sie erhalten m² mal PU mal BHF. Gebrochen durch 2 mal die Niederfrequenzbandbreite BNF mal 1 plus m² PU. Nun wissen Sie ja noch aus der Vorlesung, dass die Hochfrequenzbandbreite BHF gleich 2 mal der Niederfrequenzbandbreite BNF ist. Und Sie können die Gleichung für den Detektionsgewinn weiter vereinfachen und erhalten schlussendlich d gleich m² Modulationsgrad mal normierte Leistung PU dividiert durch 1 plus m² PU. Nun sind wir allerdings nicht am Detektionsgewinn interessiert. Sie wissen allerdings, dass Sie das Signal-Rausch-Verhältnis am Empfängereingang über die Formel des Detektionsgewinns berechnen können.
Wir formen daher die Formel für den Detektionsgewinn folgendermaßen um. Das heißt, der Signalrauschabstand half-seitig ist gleich dem Signalrauschabstand im Basisband dividiert durch den Detektionsgewinn. Und dies ist weiter gleich der Signalrauschabstand im Basisband, also am Empfängerausgang, mal dem Inversen des Detektionsgewinns. Hier haben Sie nun bereits alle Werte gegeben, das heißt, Sie können sich den Signalrauschabstand am Empfängereingang berechnen. Beachten Sie hierbei, dass die dB-Werte zu entlogarithmieren sind, das heißt in diesem Fall 10 hoch 36 Zehntel. Und Sie erhalten als Ergebnis 18.136. Sie haben nun erfolgreich den Wert für das Signalrauschverhältnis am Empfängereingang berechnet. Das heißt, Sie haben gegeben das Signalrauschverhältnis am Empfängereingang. Sie haben Ihren Modulationsgrad, die normierte Leistung und es fehlen Ihnen noch die Half-Bandbreite, die Trägerleistung sowie die Rauschleistungsdichte N0. Nun, wie bereits erwähnt, ist die Half-Bandbreite gleich zweimal der Basisbandbreite. Und die Rauschleistungsdichte N0 ist gleich 4 mal die Boltzmann-Konstante K mal die Temperatur T. Und das ergibt wiederum 1,591 mal 10 hoch minus 20 Wattsekunden. Wenn wir nun also zu unserer Formel zurückschauen für das Signalrauschverhältnis am Empfängereingang, dann sehen wir, dass wir jetzt auch die Rauschleistungsdichte N0 sowie die HF-Bandbreite BHF gegeben haben. Und unsere einzige Unbekannte ist nun die Trägerleistung. Beachten Sie hierbei, dass die Trägerleistung in dieser Gleichung gleich ist der Trägerleistung am Empfängereingang, das heißt PT receive-seitig. Jetzt können Sie die Formel umformen, sodass Sie PT Rx erhalten. Dazu setzen Sie die gegebenen Werte bzw. die berechneten Werte ein. 18.136 für das Signalrauschverhältnis mal 38.400 Hertz für die HF-Bandbreite mal 1,591 mal 10 hoch minus 20 Wattsekunden für die Rauschleistungsdichte und dies nun dividiert durch 1 plus 0,75 zum Quadrat mal 1/2, die normierte Leistung. Und Sie erhalten
8,65 mal 10 hoch minus 12 Watt. Um nun die Trägerleistung am Sender zu erhalten, das heißt PT transmitseitig, müssen Sie jetzt nur noch zu dieser berechneten Leistung am Receiver die Kanaldämpfung hinzurechnen, das heißt plus LC. Das heißt, logarithmiert 10 mal der 10er Logarithmus von 8,65 mal 10 hoch minus 12 plus 90 dB. Und Sie erhalten einen Wert von 8,65 Milliwatt. Als zweite Frage möchten Sie wissen, wie viel Prozent der Sendeleistung in einem Seitenband übertragen wird. Möchten Sie nun wissen, wie viel Prozent der Sendeleistung in einem Seitenband übertragen werden, benötigen Sie dazu wieder die Leistungsformel. Das heißt ganz allgemein, PAM ist gleich Trägerleistung PT mal 1 plus m Quadrat halbe. Diese können Sie jetzt weiter aufspalten in Träger plus oberes Seitenband plus unteres Seitenband. Möchten Sie nun wissen, wie viel Prozent der Sendeleistung in einem, und beachten Sie bitte hier, das Gefragte ist in einem und nicht in beiden, dann setzen Sie einfach ein Seitenband ins Verhältnis zur Gesamtleistung. Das heißt m² Viertel mal pt im Verhältnis zu pt mal 1 plus m² halbe. Die Trägerleistung kürzt sich weg. Sie erhalten m² Viertel im Verhältnis zu 1 plus m² halbe. Hier setzen Sie dann die 0,75 ein. Und Sie erhalten als Ergebnis 0,1097. Das heißt, 10,97% der gesamten Sendeleistung sind in einem Seitenband. Wir sind nun mit der Theorie sowie den Rechenbeispielen zur Amplitudenmodulation fertig. Daher noch kurz ein paar Informationen zum Übungsblatt. Das Übungsblatt zum Teilbereich analoge Modulation wird aus 5 Beispielen bestehen. Davon sind 3 zur Amplitudenmodulation und 2 zur Winkelmodulation. Jedes dieser Beispiele wird von uns in 10 Punkte unterteilt. Für das Übungsblatt bekommen Sie insgesamt 5 Punkte für Ihre Benotung. Das heißt, die Punkte, die Sie am Übungsblatt erreichen, werden von uns dann in die 5 Punkte für die Notenberechnung umgerechnet. Dazu habe ich Ihnen den Punkteschlüssel aufgeschrieben. Das heißt, wenn Sie auf die 5 Beispiele weniger als 4 Punkte erreichen, erhalten Sie auf das Übungsblatt 0 Punkte. Zwischen 5 und 14 Punkten erhalten Sie einen Punkt, zwischen 15 und 24 Punkte erhalten Sie 2 Punkte und so weiter. Wie bereits erwähnt, gibt es zur Amplitudenmodulation 3 Beispiele. Das erste davon ist zur Amplitudenmodulation ganz allgemein und lautet wie folgt. Sie haben 2 amplitudenmodulierte Signale U1 von t und U2 von t. Deren Summensignal U von t gleich U1 von t plus U2 von t wird auf einem Spektralanalysator betrachtet. Angenommen, dieser Analysator stellt die Wirkleistung p an 25 Milliohm über die Frequenz dar.
Sie haben weiters gegeben ein Amplitudenbetragsspektrum und wir möchten von Ihnen gerne wissen die Größen U0, M1 und M2 sowie die Wirkleistung an 25 Milliohm bei der Frequenz F0. Das zweite Beispiel ist ein Beispiel zur Leistungsbetrachtung bei der Amplitudenmodulation. Sie haben einen Sendeverstärker, der maximal 1000 Watt mittlere Leistung an eine Antenne abgeben kann. Auf dieser Antenne möchten Sie einen Sinus mit Modulationsgrad M gleich 0,7 abstrahlen. Und wir möchten gerne wissen, wie groß ist die Leistung in einem Seitenband, wenn AM, das heißt, Sie übertragen beide Seitenbänder inklusive dem Träger, übertragen wird. Und als zweiten Unterpunkt, wenn Sie nur ein Seitenband bei unterdrückten Träger senden. Als Hinweis angegeben, lesen Sie die Angabe von diesem Beispiel genau durch, denn das Beispiel ist sehr einfach, wenn man es verstanden hat, und Sie werden dafür sicher weniger als eine halbe Seite brauchen. Das dritte und letzte Beispiel zur Amplitudenmodulation betrifft den Signalrauschabstand. Ein Radiosender überträgt einen Audiokanal mit Modulationsgrad 0,6 auf einem physikalischen Kanal. Die Bandbreite beträgt 25 Hertz mit einer normierten Leistung von 1/3. Der Sender sendet das amplitudenmodulierte Signal in einem Seitenband inklusive Träger mit einer mittleren Leistung von 2 kW. Das Signal-Rausch-Verhältnis am Ausgang des Empfängers, welcher eine konstante Temperatur von 20 Grad aufweist, beträgt 6 dB. Und wir möchten gerne dazu wissen, berechnen Sie die Dämpfung der Übertragungsstrecke? Nennen Sie uns Parameter, die beeinflusst werden, wenn die Empfängertemperatur steigt? Falls es solche gibt, müssen Sie überlegen. Und zu Schluss, welche technischen Maßnahmen können Sie treffen, um das Signal-Rausch-Verhältnis am Empfängerausgang zu erhöhen? Somit sind wir mit diesem Stream für heute fertig. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben, schicken Sie diese bitte per Mail an meine E-Mail-Adresse mit dem Betreff NTUE20, damit Sie richtig zugeordnet werden. Ich werde dann versuchen, die Fragen, die Sie eingeschickt haben, in der Fragestunde am 20. April angemessen zu beantworten.